So, da sind wir schon wieder bei der nächsten Aufgabe, nämlich Schwimme bei verschiedenen Schwimmen-Verboten-Schildern. Also insgesamt gibt es in der ganzen Welt zwei Schilder, wo drauf steht, hier dürfen wir nicht schwimmen. In welchem Modus machen wir das Ganze? Natürlich in Gruppenkeile. Ich werde euch direkt zeigen, wo die zwei Schilder sind, werde auch schwimmen. Ich hoffe nur, dass da nicht so viele Gegner rumeiern gerade. Aber kurz was in eigener Sache, wenn ihr Bock habt, einen legendären Skin zu gewinnen, dann checkt bitte mal die Videobeschreibung ab und geht auf den Link drauf, macht, was da drin im Video gesagt wird und schon habt ihr die Chance, einen legendären Skin zu gewinnen. Ich denke mal, es ist eigentlich eine ganz nette Sache, ist einfach so ein bisschen Support von mir wieder an euch zurück, weil ihr seht ja auch in den Donations, was bei euch abgeht, das ist echt schon krank. So, wenn ich dir schon jetzt gleich helfen konnte, wäre es nett, wenn du mir vielleicht ein Like da lässt auf das Video. Und wenn du Lust hast, mehrere Herausforderungen von mir sehen zu wollen, dann lass auch gerne ein Abo da. Kannst auch dann gerne mal bei Custom Games etc. gerne mitmachen. So, wo sind die zwei Punkte? Genau, einmal hier und der zweite ist hier oben in der Kurve. Jetzt werde ich natürlich versuchen, den in der Kurve zu kriegen und irgendwie da durchzuschwimmen. Ich habe natürlich jetzt nicht gerade die beste Flugroute erwischt in Gruppenkeile, weil eigentlich hätten wir genau so fliegen müssen wie der Gegner. Aber wir versuchen jetzt trotzdem unser Glück. Dann, wo ist die Endzone? Endzone geht eigentlich. Selbst wenn ich da jetzt getötet werde, von der Endzone bin ich nicht weit weg. Also ich könnte eigentlich noch darüber. Boah. Vor allem sollte man richtig fliegen. Das ist, wenn man dann zu viel auf die Map guckt. Also, wie gesagt, da wo ich jetzt hingehe, da ist ein Schild. Und das nächste ist halt, wie gesagt, genau da an der Ecke. Jetzt hoffe ich nur, dass ich jetzt nicht hier abgeknallt werde, weil das wäre wirklich mies. Aber ihr seht schon, wo alle hinfliegen. Genau da müssen wir nämlich auch landen. Weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's, weiter geht's. Hier haben wir das Nicht-Schwimmen-Schild. Einmal und schon geht's weiter. Ihr seht schon, die anderen sind auch mit Vollgas am Weiterrennen. Dasselbe werden wir natürlich auch machen. Wenn ihr jetzt wissen wollt, also einmal hier an der Ecke, immer da, wo man abstürzen kann, in Anführungszeichen. Das ist ja einmal die Stelle und dann natürlich hier am Staudamm. So, dann versuchen wir die ganze Gedöns mal ruckzuck zu erledigen. Also wie gesagt, wenn ich euch damit schon helfen konnte, gern Like da lassen, Abo da lassen. Schreibt auch gerne was in die Kommentare. Und dann sehen wir uns vielleicht schon bei der nächsten Aufgabe oder sogar in dem nächsten Livestream von mir. Also an der Stelle sage ich euch schon mal auf jeden Fall bis dann und haut rein. Jetzt werde ich wieder ein bisschen was für meine Supporter tun, nämlich ein bisschen Gameplay zeigen. Wir sind hier immer noch auf der Suche nach. Genau, es ist immer noch so, wir suchen. Was suchen wir? Ja, wer hat es schon auf der Zunge? Genau, Sniper. Aber jetzt holen wir uns erstmal ein bisschen Material, denn jetzt will ich einen Punkt nämlich da natürlich auch noch haben. Da gehe ich jetzt doch lieber auf Nummer sicher. Zack, 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 erstmal hochbauen, man kennt ihn. Aber ich muss sagen, hier die Runde gehen die Lags gerade. Und ich überlege, wie die letzten Runden so waren, das war echt katastrophal. So, drüber, rüber, rüber. Ja, warum habe ich auch nur gesagt, die Lags sind in Ordnung? Guck mal, ich komme noch nicht mal da hoch. Lol. Aber da haben wir schon die Sniper. 7 Schuss. 7 Schuss ist natürlich nicht viel, aber wenn wir zwei schöne dicke Hits machen damit, werden wir auch da wieder unsere Spezialisten-Medaille bekommen, was die Sniper betrifft. Was mich natürlich wieder dazu führt, endlich die Prestige-Mission zu schaffen, weil da bin ich halt wirklich drauf jetzt am Geiern. Also ich habe irgendwie so vor, doch noch ein bisschen zu leveln. Deshalb spielen wir halt jetzt auch, wie gesagt, immer ein bisschen mehr, sagt schon. So, hier haben wir erstmal die Aufgabe. Deshalb spielen wir auch immer mehr Duo zusammen, weil wir einfach da mehr machen können natürlich. So, gerade gucken, ob ich den hier wegführen kann. Wenn er mal irgendwie stehen bleiben würde, der Hund. Will mich jetzt verarschen? Natürlich. Ja, mit 7 Schuss ist natürlich ein bisschen belastend. Das Problem ist, hier rennt doch irgendwo einer rum.
Der rennt außen rum. Warum rennt der außen rum, der Dulli? Na komm, runtergesprungen. Komm, spring runter. Komm, ich weiß, dass du runterkommst. Jetzt? Hab doch gesagt, du kommst runter. Ich kenne doch meine Pappenheimer. So, jetzt haben wir nämlich auch schon wieder 33 Schuss für die Sniper. Also ich denke mal, das werden wir in der Runde definitiv hinkriegen. Diese Lex, ohne Quatsch. So tolle Gruppenkeile ist für Missionen, aber so beschissen sind einfach die Lags. Ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber mich nervt das übelst. Es gibt nichts Schlimmeres, wie wenn ein Spiel hängt. Echt, da werde ich echt, da werde ich zum Tier. So, ändern wir mal das hier mal gerade. Also ein bisschen Pump-Munition wäre mal nicht schlecht, würde ich sagen. So, haben wir hier noch? Ja, da haben wir noch ein bisschen Munition. So, da würde ich sagen, gehen wir mal ganz entspannt langsam in die Zone rein. LOL. Habe ich ihn wieder zwischen die Beine geschossen? Mann. Ich traue mich nicht zu schießen, ohne Quatsch. Och, der war doch knapp. Das Problem ist, ich will halt dann immer den perfekten Schuss machen, wisst ihr? Einfach so, naja, der muss jetzt sitzen, der Schuss. Dieser Lex, ey. Aber die Medaille haben wir noch nicht. So, entweder oder. Och, lol. Das ging aber schnell. Sogar zu schnell, meiner Meinung nach. Aber einen Hit müssen wir anscheinend doch noch machen. Weil wir haben die Medaille definitiv nicht bekommen. Ja, hier will ja kein Mensch landen. Danke. Das Problem ist immer die Nachladezeit, die nervt mich so. Nerv nicht. Raus mit der Viecher. Oh, diese Lex, das ist doch nicht mehr schön, echt. Ja. Die Lex sind echt eklig. Also mich regt ja nicht viel auf, aber das da definitiv. Mann, ich kann doch nicht mal anvisieren. Ah, wenigstens haben wir den Kill. Eliminiere blind. Sturmgewehr, Spezialist, man kennt ihn. Ja, hast schön gemacht. Bin stolz auf dich. Kriegst gleich einen Keks. Oh Gott, ey, bin ich hier in ein Invasionslager gefallen oder was? Aber ist egal, das Wichtigste ist definitiv, dass ich die Medaille habe. Weil so viele brauche ich, glaube ich, gar nicht mehr. Nur noch so 50 ungefähr. Geht doch eigentlich, oder? Guck mal, kaum soll man denn so spielen können, ey. Ja, 90er Hit, aber reicht nicht. Aber Schrotflinten-Dings auch noch mitgeholt. Und dann würde ich sagen, nerv ich euch auch nicht zu lange. Erstmal danke wieder, dass ihr so lange dabei wart.
Und in dem Sinne auch an euch dann, haut rein.